danach warst du wieder dran. Ja, genau, dann kam Solange es schlägt so, das war ja mein letztes Album und ich auch so, also in die Produktionsphase gemischte Gefühle. Ich hatte privat halt, sind sehr viel uncoole Dinge bei mir in meinem Umfeld passiert und so, was auch dazu geführt hat, dass vielleicht da auch die Stimmung etwas gedrückter war. Ja, ich glaube, das hängt halt einfach so mit dem zusammen, was man erlebt. Aber ansonsten verbinde ich das Album mit einer sehr coolen Zeit, weil ich habe im Sommer halt viel gemacht so, ja, und es war einfach schönes Wetter so. Ich habe mein Album für mich selber gemacht so, bin einfach jeden Tag ins Studio gegangen, habe Beats gesucht, habe gemacht, getan, bin zu Produzenten gefahren, mit den Beats gemacht und so, und es war, hat wirklich unglaublich Bock gemacht, also an das Album denke ich sehr gern zurück und ich bin unglaublich dann zufrieden auch damit gewesen und wie gesagt, ist ja dann auch auf Platz 10 gechartet, was für uns auch alle ein krasser Erfolg war und es war einfach auch so absurd, ich war an dem Tag halt so, ich mache manchmal so Nebenjobs, habe ich so einen Keller ausgemistet einfach, ja, so Keller ausmisten, 2 Tage, Montag und Dienstag, weil ich bin, hab damit überhaupt nicht gerechnet, ja, und dann irgendwie kommen die Charts halt Platz 10 so auf einmal, ja, und ich sitze da zu Hause noch voll verdreckt und habe gesagt, na komm, Alter, da muss man jetzt auch mal einen machen, so die Jungs halt rangeholt, nochmal dann eine Kleinigkeit saufen gewesen und so, weil es halt einfach so eine krasse Überraschung war und dann am nächsten Tag wieder in diesem Keller gestanden und sich so gedacht, so Alter, viel zu hart, ich bin gestern auf der 10 gechartet, jetzt stehst du hier in so einem abgefuckten Keller, aber das macht uns halt irgendwie aus und also ich habe da auf jeden Fall unglaublich gute Erinnerungen an das Album. Du hast es eben gerade schon beschrieben, dass es bei dir dann auch eine emotionale Seite gegeben hat, die Dinge beeinflusst hat, das ist, wenn ich mal zwischendurch das einbringe, zumindest mir aufgefallen, dass es ziemlich viele dieser Situationen gibt, die aktiv auch nach außen getragen sind und aktiv auch Labelarbeit und Veröffentlichung immer so ein bisschen beeinflusst haben. Nicht nur in der Retrospektive jetzt, sondern auch schon während das immer gewesen ist, in Gesprächen. Das wird vielleicht bei anderen auch so gewesen sein, aber die machen das nicht so öffentlich. Ja, oder? Also öffentlich ist halt... Ja, aber man merkt es doch im Gespräch, dann kommt mal so eine Situation, dann spricht man offen darüber, ich hatte Probleme, es war eine Scheißsituation, ich hatte Dinge zu verarbeiten, so, darauf will ich hinaus, ja, das machen also andere halt nicht so. Ja, also ich meine, letztendlich ist einfach eh das Ding so, die Leute, wenn sie tief genug in unsere Musik reinblicken, dann hören die eh eigentlich unser ganzes Leben, weil eigentlich alles so, was so an krassen Punkten passiert, wird irgendwo verarbeitet, ja, in einer Textzeile oder in einem ganzen Song und das ist vielleicht ein Grund, warum viel unserer Musik auch so etwas trauriger ist, weil wir haben natürlich auch irgendwie ein Umfeld, wo halt sehr viel verrückte Dinge passieren und auch einfach sehr viele traurige Dinge passieren, ja, und ja, ich weiß nicht so, uns tut es eigentlich am besten halt, das so zu verarbeiten und dann, ich meine, wir setzen uns ja dann nicht ins Interview und erzählen dann jetzt komplett, was dann da passiert ist, so, ich glaube, das können die Leute dann selber auf der Platte hören, aber warum auch nicht, ja? Ich meine, wir sind irgendwie als Künstler, wie sagt man so, Person des öffentlichen Lebens, ja, und warum sollen die Leute nicht mitkriegen, was wir tun, so, ja, ich meine. Ja, ich finde, am Ende macht es die Musik auch immer persönlich und ehrlich. Genau wie eine Geschichte zu einem Sampler, der dann ja das nächste Release, glaube ich, gewesen wäre, was ihr schon eingangs beschrieben habt. Deswegen können wir das an der Stelle so ein kleines bisschen abkürzen. Aber das ist auch unheimlich viel von dem, was euch als Label, als Philosophie ausmacht, mit nach außen getragen und damit dann wahrscheinlich auch die Leute mit und die Fans. Du hast vorhin, das ist mir aufgefallen, bewusst nicht von Fans, das F, und dann hast du auf Supporter umgewechselt. Ja, genau. Scheint dir immer sehr wichtig zu sein. Mir ist es sehr wichtig, ich rutsche immer in dieses Fan-Wort rein, ja. Weil es halt so ein gebräuchliches Wort ist, weil jeder es natürlich auch um uns rum auch benutzt. Aber ich mag das nicht so gerne, weil das... Das Wort teilt direkt so 2 Klassen auf. Weißt du, es gibt so einen, der angehimmelt wird und es gibt eine Gruppe, die anhimmelt. Weißt du, was ich meine? Und das ist... Das mag ich nicht. Nein, weil für mich ist es wirklich gleich. Also die Leute, die meine Mucke hören, sind wirklich, also für mich halt natürlich auf meinem Level, sind genau Menschen wie wir. Und deswegen sage ich Supporter, weil die es halt einfach, die unterstützen halt einfach diese Musik. Verstehst du? Also dadurch, dass sie halt die CD kaufen, vielleicht sich identifizieren können damit und sich ein T-Shirt kaufen. Bosca-Pullis kaufen. Bosca-Pullis zum Beispiel, weißt du? Also, wie der Vega. Genau. Ja. Deswegen sage ich halt immer lieber halt Supporter, weißt du? Keiner hat Geld verdient, aber war wenigstens die Party zum Release oder zum Charterfolg, war die wenigstens legendär und wurde das ganze Geld dann dort sinnlos verprasst. Ja, also ich glaube, die Party zum Label-Sampler war auf jeden Fall die Tour.
Also das war auf jeden Fall die Party zum Label-Sampler. Okay. Wir waren halt über ein paar Wochenenden unterwegs. Das war auch, glaube ich, so mit unsere schlecht besuchteste Tour. Aber es war einfach, unglaublich lustig, Mann. Das war wirklich so, das hat's alles wieder wettgemacht, weil wir haben so eine geile Zeit miteinander verbracht. Wirklich mit Hotelzimmerrechnungen in hoher Höhe und keine Ahnung, schön, Mann. Wir haben einfach. Da will man das Label retten und dann. Ja, gut, aber wir haben uns auch geht halt auch mal was kaputt dabei. Ja. Das so, wir können sehr, sehr traurig sein in unserer Musik, aber wir können auch sehr ausgelassen feiern und da entstehen nochmal Kollateralschäden und das ist dann auch in Ordnung. Aber wir waren auch mal nach dem ersten Label-Sampler, waren wir auch mal zusammen in Spanien alle. Ja. Ah, das war auch verrückt. Nach diesem müsste es dann ja vom Erfolg her dann so mindestens Thailand werden, oder? Zum Mond. Hoffen wir es, dass es so erfolgreich wird. Das können wir noch nicht absehen bis jetzt. Drücken wir mal die Daumen dazu. 808 war dann das nächste Release. Genau, Johnny Pepps Trap-Release und ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, viele Leute haben das nicht so ganz verstanden, das Album, ja, weil ich einfach glaube, dass die Leute da einfach den Sound nicht so gefühlt oder nicht so angenommen haben. Ja, ich hatte auch lange Zeit meine Probleme mit. Ich muss mich halt immer sehr lange mit Releases auseinandersetzen, einfach aufgrund der soundtechnischen Aspekte. Und irgendwie, ich habe das Ding halt krass gefeiert irgendwann. Einfach im Auto aufgerobbt und einfach Johnny seinen Style gefeiert, oder? Ja, komplett. Das ist auch in Deutschland ein schwieriges Thema, finde ich. Generell der Sound. Ich habe es auch unglaublich gefeiert. Ich habe es auch gefeiert. Und vielleicht ist es aber auch ein kleines bisschen, weil wir ihn halt auch kennen und so, dann feiert es vielleicht noch mehr oder so, aber... Ich bin mir sicher, dass Musik, gerade wenn sie dann so eine Eigenart hat und nicht gerade dem Mainstream oder der Massenrichtung so nachgeht, oder dem, was gerade State of Mind ist, dann braucht es immer so eine kleine persönliche Note. Sei es als Fan oder als Supporter, deine Verbindung zu der Person, dass du bereit bist, einem Album halt auch eine dritte, vierte, fünfte Runde zu geben. Ja. Voll, aber er hat zum Beispiel auch diesen Krieg in meinem Kopf auf dem zweiten Sampler, war auch auf der Tour eigentlich auch immer einer der krassesten Songs auf Tour. Und also man muss einfach sagen, also wenn man sich seine Sachen, wir werden ja auch noch mehrere Sachen jetzt mit ihm machen, also für mich hat er wirklich unglaublichen Flavor. Also es gibt natürlich Leute, die bessere Reime haben, es gibt Leute, die technisch besser rappen, das ist ja auch gar nicht sein Anspruch, denke ich mal, das weiß er auch selber, aber er hat einfach krasses Feeling, krassen Flavor, der sieht cool aus auf der Bühne, finde ich so. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist ja auch genau das, was du beschreibst, ist ja das Wichtige hier, in diesem Kosmos, in dem ihr euch bewegt. Und dann kommt das auf die anderen Punkte im Zweifel gar nicht so an. Hauptsache, es kommt von hier. Ja, voll. Oder? Ja? Auf jeden Fall. Also es sollte schon so ein Grundstock an Rap-Fähigkeiten sollten schon da sein. Ich glaube, bei mir wird es nicht reichen am Ende. Aber ich weiß nicht. Also ich habe ja gehört, wie Toxic gerappt hat. Also bei dem hätte es auf jeden Fall nicht gelangt. Nee, bei dir weiß ich nicht, was für Skills du hast. Ja, ich zeige euch nachher nochmal einen Song. Okay, sehr gut. Aber bevor wir da, muss ich noch mal ganz kurz gucken. Dann wäre nämlich ganz kurz, auch wenn er da ist, Mucke aus Unterschicht 4. Das war ein krasses Release. Also das war, weil die Videos jetzt keine High-End-Produktion waren und ich denke mal auch nicht so teuer waren generell. Und auch einfach das Album sehr schnell entstanden ist. Auf einmal dann die 6. Das war schon überkrass. So, es hat mich sehr gefreut für den Busy auch. Und es war für ihn auch wahrscheinlich echt mal so ein krasser Lichtblick und eine Motivation, einfach noch mehr geile Mucke zu machen. Ich habe auch das Gefühl, wenn man so ein bisschen die Veröffentlichung anguckt, die Erfolge dazu, die Chartpositionierung, dann ist es also gefühlt immer so gewesen, dass es immer eine Überraschung gewesen ist. Wo Freunde von niemand veröffentlicht hat. Ich meine, wo es dann geschartet ist. Ja. Das ist jetzt gar nicht, das ist gar nicht negativ oder das ist vollkommen wertfrei, aber es war immer so das Gefühl, oh, guck mal, Überraschung. So. Oh, guck mal, 5, oh, guck mal, 2, oh, guck mal, 10. Das liegt, glaube ich, Top 10, wow. Das liegt halt wirklich, glaube ich, einfach daran, dass wir uns so ein bisschen in so einem anderen Kosmos bewegen, der nicht so ganz in dieser Hip-Hop-Szene drin ist. So. Wir stellen es auch gerade gestern wieder so nach dem Gig in Berlin, so, wenn ich mir so die Crowd angucke, ich habe wirklich bei vielen Leuten so das Gefühl, dass die jetzt außerhalb von uns nicht zu so wahnsinnig viel Hip-Hop-Konzerten gehen. Ich glaube einfach, dass wir halt einfach so ein, ich kann auch nicht sagen, was das für Leute sind, aber ich glaube, wir sprechen einfach viele Leute an, die außer
uns jetzt nicht so wahnsinnig viel Rap hören. Und das ist einfach der Grund, warum dieses Ganze, was szeneintern so gepusht wird und irgendwie Hype hat oder sowas, ja, das ist, wir sind da halt einfach nicht drin. Und deswegen ist das halt für die Leute, wenn dann der Busy kommt so auf einmal mit Mado 4 und auf die 6 geht so, dann ist das halt krass, weil das einfach ein anderer Kosmos ist. Und Mucke aus der Unterschicht 4, ich will dazu noch kurz was sagen, so, weil für mich war das wirklich eigentlich das Deutschrap-Album so des letzten Jahres, so, was ich am meisten persönlich gefeiert habe und einfach immer noch höre. Und ich finde persönlich Busy ist krass unterschätzt und das Album ist auch so, weiß ich nicht, so trotz des guten Erfolges und auch der guten Verkaufszahlen so ein bisschen in dieser medialen Welt untergegangen. Ich glaube einfach, viele Leute haben sich einfach nicht richtig angehört oder nicht den Bezug zugefunden. Das ist, also ohne so jetzt also auf eingeschnappt oder so zu machen, das ist ja bei uns immer so. Das zieht sich wie ein roter Faden durch eure Geschichte. Du musst es halt einfach mal überlegen. Wir sind einfach in einfach jedes Release, was wir gemacht haben, jetzt mal abgesehen von Johnny, das war ja sowieso so ein Liebhaberstück und so weiter. Wir sind einfach jedes Mal Top 10 gegangen, verstehst du? Ich bin dreimal Top 5 gegangen. Bosca Top 10, Busy Top 10, die Sampler sind die letzten beiden, sind Top 5 gegangen. Das redet nie einer von uns so mäßig, boah, FVN, Übermacht-Label in Deutschland, die haben 4 Künstler, die alle nur Top 10 charten die ganze Zeit, so ist halt bei uns nicht. Verstehst du, so ist halt Banger-Musik und Selfmade, natürlich, die verkaufen natürlich auch ganz anders, weißt du, aber einfach nur so, es ist halt... Da sind wir wieder bei Attitude und Positionierung. Und man muss halt sagen, so viele Labels, die das machen, die 3, 4 Künstler haben, die einfach permanent Top 10 gehen, gibt es nicht. Es gibt 3, 4 so Labels, weißt du, in Deutschland. Wo hast du dann die 1 gefeiert? Ich habe die 1 gefeiert in Frankfurt, in so einem ganz asozialen, wie war das so? Nein, das war glaube ich so ein bisschen so ein Schützenheim. Wie so ein Schützenhaus, das, Schützenfesthaus mit 40 Leuten, so die engsten Leute und sind da ein bisschen ausgeflippt. Der war doch eben schon drin. Wo war denn der? Hinoi. Ist wieder rausgegangen, jetzt kommt er nicht mehr rein. Aber um unser Interview dann auch Richtung Zielgerade zu bringen, denn vor dem Sampler, bei dem wir jetzt sind, war das dann ja eigentlich, also ich meine, machen wir uns nichts vor. Du arbeitest ja immer auf dem Erfolg hin und auf dem Ziel und viel höher als 1 geht es nicht mehr. Ja. Ist das dann auch so angekommen, Ruhe? So wie also mit der 1 schon, die 1 war jetzt einmal wichtig, die ist mir jetzt auch nicht mehr so wichtig, aber es gibt natürlich... Du hast sie nicht irgendwo hin tätowiert, ne? Noch nicht. Aus Frankfurter Tradition. Ich habe die 5 ja irgendwo tätowiert. Ja? Ja. Aber die 1 muss an den Hals, glaube ich. Eigentlich oder? An den Hals, ja. Aber es gibt natürlich verkaufszahlenmäßig nach oben noch unglaublich, ist noch unglaublich viel Luft, auch von den Touren. Jetzt gerade die ganze Zeit hat mich Savas wieder gequält mit seinen Instagram-Bildern, wenn er auf Tour war. So, verstehst du, da sieht man halt, okay, da gibt es Leute, die machen ganz andere Sachen. So, weißt du, was ich meine? Also mein größter Gig in Frankfurt zu Hause ist, glaube ich, sein kleinster Gig auf seiner Tour. Ja. Also es gibt schon da noch viele Möglichkeiten, den Leuten einfach geile Mucke zu bringen und da mehr Leute zu erreichen. Und dass die Jungs richtig an den Start kommen, noch mehr und so weiter. Also wir haben viel vor. Wir haben auf jeden Fall, alleine in meinem Kopf, ist auf jeden Fall Stoff für die nächsten 15 Jahre. Also so schnell werden wir nicht aufhören damit. Du hast auf jeden Fall auch große riesige Aufgabe vor dir. Wir haben schon mit dir gesprochen. Ich habe schon mit dir gesprochen, weil du dich umdrehst. Okay. Nee, du hast ja dann mit dem Release dann jetzt auch eine große Aufgabe vor dir. Ich meine, du hast eben gerade gehört, jeder Künstler bei uns schadet Top 10. Ja, richtig. Minimum eigentlich eher Top 5. Ne? Also die ja, aber ich denke mal, ich komme damit relativ guter Musik um die Ecke und die Leute haben auch Bock, das spürt man. Was ich aber ganz interessant und gut finde, um dann jetzt den Bogen halt dann doch zum aktuellen Release, der dann, je nachdem wann wir jetzt ausstrahlen, aber jetzt gerade... Hip-Hop lebt 3. Den Sampler, wenn der jetzt kommt und wenn der veröffentlicht wird, dann fällt mir vor allen Dingen auf, dass Sampler normalerweise gar nicht so eine große Beachtung finden und auch eher so das Problem auch in den Veröffentlichungen immer so haben, auch wenn es Label-Sampler sind. Es gibt auch viele Labels, die sagen, nee, wir machen keinen oder wir wollen nicht, weil immer so ein bisschen auch der Bezug der Fans zu diesem Sampler fehlt. Klares, bei uns ist es eher so ein Fan-Liebhaber-Stück. Gegenargument hier bei euch, ne? Ja. Genau. Ja, das liegt natürlich bei vielen Labels daran, dass sie halt, sag ich mal, eine Vereinigung sind,
von Leuten, die aus verschiedenen Ecken kommen und an einem Punkt ihre Musik rausbringen, aber sie natürlich nicht so diese übertriebene Verbindung haben. Also vielleicht haben sie sie auch persönlich, aber zumindest in der Öffentlichkeit nicht, weißt du? Und bei uns ist schon so, die Leute freuen sich schon auf diese ganzen Kombinationen, Features, wenn wir untereinander rappen. Und die Leute wissen auch immer, dass auch immer ein bisschen andere Mucke drauf ist, als zum Beispiel auf einem Vega-Solo-Album und so. Deswegen, bei uns ist eigentlich übertrieben Liebhaber-Produkt. Das Ding ist halt, das liegt, glaube ich, auch einfach ein bisschen daran, dass wirklich unglaublich viele Deutschrap-Sampler auch einfach unfassbar schlecht sind. Also ich habe, ich höre mir viel an, so es gibt ehrlich gesagt wenige Labels, die es wirklich geschafft haben, so gute Sampler zu machen. So diese 187-Geschichte ist, glaube ich, ganz interessant zurzeit und so. Aber und da sieht man es auch. Das sind halt auch Homies einfach. Weil das sieht man so viel Fragen. Ja, genau, ja. Das merkt man direkt. Wir waren ja auch bei den Jungs in Frankfurt und man merkt direkt, die Jungs, dass die sind zusammen. Und das merken die Fans auch. Und der Sampler, der hat sich ja auch, also ich weiß nicht genau, aber ich weiß auf jeden Fall, der ist auf der 2-Album-Charts gechartet. Also der wird sich öfter auf jeden Fall verkauft haben als unser Ding. Und dann merkst du direkt, es war auch schon der 3. Sampler aber von denen. Ja, ja. Genau. Ich glaube einfach, die Leute feiern dieses Crew-Gefühl, was am Sampler ist, was jetzt auch durch dieses Medley, glaube ich, nochmal ein bisschen verinnerlicht wurde, ja, und am Ende des Tages sind einfach auch viele Kombinationen untereinander dabei, die Leute sonst auf den Alben nicht bekommen werden einfach, ja, und deswegen so. Insgesamt, wir legen da auch immer sehr viel Wert auf Qualität, also bei uns halt nicht so, ja, wir machen jetzt einen Sampler, Songs werden eingereicht, okay, Sampler fertig, so. Wir haben diesmal unfassbar viel aussortiert und einfach viel geschoben und gemacht und getan, um einfach unserer Qualitätsstufe gerecht zu werden und... Vor allem einfach auch, weil also am Anfang vom 3. Sampler, in der Entstehungsphase, haben wir uns ein bisschen so in den Songs... Ich würde sagen, verknotet. Das war so, da lagen ganz viele einzelne Parts rum und wir wussten nicht ganz, wie das am Ende klingen wird. Aber dann gegen Ende ist das Ding doch rund geworden und auch sehr vielseitig und bis jetzt finde ich sogar der beste Sampler. So. Das ist ja im Zweifel aber auch logisch, ne? Ohne jetzt den anderen nahe treten zu wollen, aber dann die Künstler befinden sich auch immer in einer Entwicklung und auf dem Weg, den ihr als Label seid und wie ihr das jetzt hier auch dankenderweise beschrieben habt, ist ja auch logisch, dass dann jedes Release eigentlich auch immer noch mehr Seele, noch mehr Blut, noch eine weitere Entwicklungsstufe sein sollte, oder? Ja, im besten Fall. Ja. Und das, sagt ihr, verkörpert dieser Sampler auf jeden Fall. Ja. Also ist auch mein Lieblingssampler auf jeden Fall. Meiner auch, definitiv. Ja. Du nickst auch, du bist auch eine... Definitiv, also ich bin immer so, wenn bei uns ein Release halt fertig ist und das Presswerk geht, so, dann lösche ich das erstmal von allen Medien runter, ja, und an dem Tag, wo es rauskommt, höre ich es mir dann wieder an, so, um einfach mal selber unseren Scheiß zu feiern, weil ich eigentlich, ich feiere halt unsere Mucke halt krass, ja, und mir tut es dann immer so ein bisschen weh, wenn ich die Sachen schon so tot höre, bevor sie überhaupt rauskommen und deswegen so, ist jetzt mittlerweile schon wieder ein paar Wochen her, aber als wir das fertige Master haben, so, ich habe es auf jeden Fall direkt auch mal 5-6 Mal auf allen Anlagen gehört und zwar nicht, um den Sound nur zu checken, sondern einfach auch, weil ich es halt geil fand und mich einfach gefreut habe, mir das anzuhören und ja, ich denke mal, das ist echt so asozial. Bei mir ist auch so, ich höre nur wirklich, wirklich zu 80% nur unsere Mucke. Das ist so schlimm. Aber es hat auch was Geiles, wenn du weißt, okay, den geilen Scheiß, den du selber feierst, den kannst du einfach selber machen mit den Leuten, weißt du? Zieh da den Hut vor. So. Das ist die eigenen Sachen dann auch immer rauf und runter zu hören, das ist bestimmt auch nicht leicht. Das ist unglaublich leicht. Ja, gut. Aber auf jeden Fall habt ihr genug Werbung dafür betrieben, dass die Leute in den Laden laufen sollen, um das zu kaufen. So. Insofern ist es ja dann aber auch nur ein weiterer Schritt auf dem Weg. Einen 4. Sampler wird es geben, du bist im Sommer dran. Überraschungen habt ihr schon angekündigt, ja? Wollt ihr noch nichts über sagen? Große auch, ja. Überraschung, große ja, Überraschung. Ja, mal gucken, oder willst du noch was erzählen? Nee, ich kann nicht, dann ist ja keine Überraschung mehr. Verdammt. Mehr, aber wir werden auf jeden Fall, da sich ja auch die Liste unserer Kooperationspartner in der Rap-Medienlandschaft von Monat zu Monat schrumpft, werden wir auf jeden Fall auf dich zukommen. Du bist ja noch einer der wenigen verbliebenen Freunde. Habe ich Schwein gehabt. Ja. Bin ich auch ein Freund von niemandem. Genau, quasi. Ja. Da werden wir bestimmt schon gucken, dass du die richtigen Infos zur richtigen Zeit bekommst. Ich freue mich drauf, bedanke mich für die Runde, denn das war für mich persönlich auch ein sehr interessanter Streifzug durch die Geschichte. Dankeschön.
Jetzt gibt es den dritten, den solltet ihr kaufen. Aber ihr habt den eh, denn die, die das gucken, die sind Supporter und keine Fans. So ist es. Genau. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Backspin, 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 backspin.